Ja, hallo YouTube, ihr seid hier beim Biertaucher Podcast Channel gelandet und das ist voll lärmend, weil ihr seht hier den Video zum Biertaucher Podcast, den ihr normal nur hören könnt. Oh. Und wir treffen uns eben, wir sind die Leute da, treffen uns jede Woche und machen jeden Montag einen Podcast, den es zum Hören gibt. Und ab und zu fällt dabei auch ein Video an, wie jetzt zum Beispiel vom Harald, kann man nochmal schwenken auf den Harald. Genau, der da. Und zum Beispiel gibt es ein Video über sein super OS Domotics Roboterauto. Oder manchmal vielleicht von Florian, wie er irgendetwas erzählt oder rentet, was ihm nicht passt. Oder zum Beispiel vom Gregor, den seht ihr jetzt nicht, also der hält die Kamera, das müsst ihr euch einfach vorstellen. Aber vielleicht kannst du die Kamera so drehen, dass man dein cooles T-Shirt sieht von Republika, einfach auf deinem Bauch. Warte, ich mach das kurz. So, jetzt ist hier sein cooles, okay, Republika-T-Shirt. Ja, und der Gregor macht halt auch coole Sachen. Zum Beispiel geht er viel ins Kino und schaut sich Horrorfilme an, damit wir uns nicht fürchten müssen. Ja, und solche Sachen. Ja. Vielleicht ein Statement vom Harald. Ich schneide das eh raus, wenn es fad ist. Fast, okay. Vielleicht ein Statement von Florian. Es geht ums Bier trinken. Ja, worum geht's? Es geht also prinzipiell um freie Software. Es geht um Lokalthemen aus Wien. Es geht um Harald, wie heißt dieser Verein, wo du, glaube ich, der Vorstand bist? OS Domotics, Haustechnik auf Open Hardware, Open Source Basis, intelligentes Wohnen und so weiter. Coole Sachen. Florian, wie geht es um diese Sachen, die du gesellschaftspolitisch vertrittst? Was hat so einen komischen Namen? Gesellschaftspolitisch? Ja, so mit F, so F, das sind so Typen, die so immer Aufkleber verteilen an Kinder. Die für freie Software. Freie Software. Freie Software, das hast du genau. Solche Sachen, das vertreten wir. Dann kommt ja auch schon bloß deine freie Software-Seite durch. Es geht um coole T-Shirts. Weil, kommt der Superman. Ja, bitte nicht bei dir. Software Superman. Das ist jetzt ab 18.